Na, Ihr Vater und ich, wir waren im gleichen Theater tätig. Er war Schauspieler und ich war als Bühnenarbeiter tätig. Ne? Ah! Einmal nach der Vorstellung hat er mich mit zu sich nach Hause genommen, mit ausländischem Wein bewirtet und mit ihr bekannt gemacht. Sie wohnten zum zweit im oberen Stockwerk einer gelben, zweistöckigen Baracke. Aus dem Fenster ihres Zimmers konnte man eine ebensolche Baracke und einen kleinen Kirchhof und einen Friedhof in der Mitte erkennen. Vergessen, wie die Tochter des Schauspielers hieß. Doch wenn sie mich jetzt an ihren Namen erinnert hätte, würde ich ihn nicht nennen. Was geht sie denn da an? When you're gone, how can I even try to go on? When you're gone, though I try, how can I carry on? Sie lebte in einer gelben Baracke am Rande der Stadt und sie war die Tochter eines Schauspielers. Aber wahrscheinlich geht auch das sie nichts an. Naja, dann brauchen sie auch nicht zuzuhören. Frau Ministerin! Die Bahnhofsuhr zeigte 2.15 Uhr. Er trug wie üblich seinen hellen Hut mit den kleinen schwarzen Löchern darin, der so aussah, als hätten ihn die Motten zerfressen. Oder als sei er mehrfach vom Schaffner gelockt worden. In Wirklichkeit
waren die kleinen schwarzen Löcher aber in der Fabrik eingestanzt worden, damit dem Käufer nicht der Kopf schwitzte. Außerdem hatte man in der Fabrik überlegt, schwarze Löcher auf hellem Grund, das bedeutet doch etwas. Das sei doch schon mal etwas wert. Das sei doch besser als nichts. Also besser mit Löchern als ohne Löcher. Also so hatte man in der Fabrik beschlossen. Ja, aber die Frage ist doch, ist Pavel Petrovich barfuß ins Ministerium gegangen? Moment, da muss ich mich versprochen haben. Aber und wenn ich das gesagt habe, dann habe ich das niemals gesagt. Also ich wollte sagen, im Dorf ist der barfuß gelaufen. Das heißt, vielleicht ist der Pavel auch immer ohne Schuhe zur Arbeit gegangen und es ist einfach niemals jemandem von uns aufgefallen. Braucht der Pavel Schuhe und das auch noch im Sommer. Das sind doch nur wir bedauernswerten Staatsdiener, die den Füßen überhaupt gar keine Ruhe gönnen. Ja, sind es nicht die Stiefel, dann sind es die Galoschen. Und sind es nicht die Galoschen, dann sind es die Stiefel. Und so quält man sich sein ganzes Leben. Ja, wenn es regnet, dann muss man sie trocknen. Also die Halbschuhe meine ich. Und wenn die Sonne scheint, muss man aufpassen, dass sie nicht brüchig werden. Und vor allem, jeden Morgen hat man mit der Schuhwechsel zu tun. Der Pavel, der ist ein freier Mensch, ein Träumer. Der wird auch barfuß sterben. Ein Nichtsnutz ist euer Pavel, darum geht er auch barfuß. Sein Haus ist schäbiger als mein Schuppen. Und doch hat er sich aufs Dach eine Wetterfahne gesetzt. Man stelle sich vor, eine Wetterfahne. Ich habe ihn mal gefragt, den dummen Kerl. Wozu denn die Wetterfahne? Die knarrt doch nur sinnlos. Er darauf zu mir von oben herab vom Dach. Ja, stellen Sie sich einmal vor, Herr Minister, was da alles passieren kann. Zum Beispiel da weht ein Wind und der weht aus einer Richtung. Und plötzlich schlägt er um. Sie, sagt er, Sie lesen ja täglich die Zeitung, wie ich sehe. Sie haben es gut. Sie erfahren es immer sofort, wenn da was passiert, weil in der Zeitung wird ja über das Wetter berichtet. Ich habe nichts abonniert. Für mich ist eine Wetterfahne ein absolut notwendiger Gegenstand. Ja, Sie können es immer aus der Zeitung erfahren, wenn sich nichts ändert. Ich werde mich an der Wetterfahne orientieren. Der soll Gott danken, dass ich nicht hier sein Direktor bin. Der würde schön springen, der würde bei mir schon lernen, was Wind ist. Dieser einfältige Faulpelz, dieser Barfüßling, diese trübe Wetterfahne. Der Zeitpunkt, dass wir Pavel Petrovich auf dem Bahnsteig trafen, war es ihm aller Anschein nach schon gleichgültig, ob die Ministerin für Sport so ganz ohne Achtung über ihn sprach. Denn zu diesem Zeitpunkt, er existiert nicht mehr. Er wurde im Frühjahr des Jahres so und so gestorben, das heißt etwa 2 Jahre vor unserer Begegnung mit ihm auf dem Bahnsteig. Ja, bei uns stimmt etwas nicht mit der Zeit. Dem sollen Sie mal nachgehen.